Willkommen zurück zu Silent Hill 4 The Room. Ich bin immer noch tatsächlich etwas planlos, weil, naja, es nicht so einfach ist mit den Räumen hier. Wenn man natürlich genau weiß, was man zu tun hat, ist es einfacher. Aber irgendwie habe ich gehofft gehabt, dass wir mehr finden. Und ich gehe jetzt nochmal hier in meine Notizen und schaue mal, ob ich irgendwas übersehen habe oder so. Barkeepers Notiz. Genau, das waren die letzten vier Zahlen. Tagebuch des Hausmeisters. Bla bla bla. Da geht es um das Kind. Genau. Mikes Liebesbrief. Rachel, die im Fenster schütze dich. Na bla. 4. April. Das war ganz am Anfang, wo der Reporter hier davon erzählt. Aber. Die anderen Sachen sind wichtig. Fetzen. Ich habe den Schlüssel genau hier. Und dieser andere Fetzen wird gebraucht, damit wir wissen. Zuletzt sah ich ihn. Zerrissen, kann es nicht lesen. Wo ist die andere? Wo ist der andere Fetzen? Ich gehe deswegen jetzt nochmal wieder in die andere Welt, obwohl es mir überhaupt nicht gefällt. Und hoffe, dass wir diese doofe andere Seite finden. Und hab geguckt, wo wir dann nochmal das Hausmeisterzimmer finden. Und man lässt sich halt auch schnell rausbringen durch die. Durch die Geister, die hier über rumfliegen. Jetzt ist die Frage, muss ich nochmal zurück? Ich muss nochmal zurück, weil ich habe gar nicht genug Platz, Leute. Das bringt so nichts. Dann finde ich den Fetzen und muss wieder zurücklaufen, weil ich ihn nicht ins Inventar aufnehmen kann. Okay. Wir haben ja auch noch die Puppe in unserer Kiste, fällt mir gerade ein. Wozu ist die Puppe in unserer Kiste? Keine Ahnung. So, es war jetzt wieder schön sinnlos von mir, aber wir machen das, wir machen das. Wir gehen hier zusammen an die Kiste und ich packe jetzt auch mal das Insektenspray weg, weil ich kann die auch immer mit der Axt ganz gut erledigen. Kassette, die bringt mir jetzt auch nichts, genau. Und den Revolver, den lassen wir mal drinne, wollte ich eigentlich. So, nimm mal wieder. So, das lassen wir mal, weil wer weiß, ob dann irgendwann auch härtere Geschichten auf uns zukommen. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Platz im Inventar und kann auch wieder zwei Sachen aufnehmen. Ach ja, okay. Und nochmal das Ganze und ich drehe mich im Kreis in das Loch. Alle roten Fetzen müssen gefunden werden und wir gehen jetzt noch mal in 105, das ist auf der linken Seite. Linke Seite bitte, Dankeschön. Und dann will ich doch mal gucken, ob der hier ist. 104, 103, laufe ich überhaupt richtig? Och, ich bin in der falschen, ja, geil, ich bin in der falschen Ecke. Super. Voll der gute Orientierungssinn, lass mich du, komischer Kopf. So, hier waren wir nämlich auch nicht. Oh, da ist ein Geist. Das ist ja schön. 105. Hier wohnt der Hausmeister. Hier kommt bestimmt ein Geist. Ja, hier ist ein Geist. Hast du von Schwester Rachel gefunden? Wohnung 302 zurückgebracht, zusammen mit dem Teil, den ihr Freund Mike abgerissen hat. Nochmal bitte. Das ist eine hastig gekritzelte. Also von Schwester Rachel. Also Rachel. In Wohnung 302 zu, das ist ja unser Apartment. Zusammen mit dem Teil, den ihr Freund Mike. Und das sagt ja der Hausmeister, der sich irrt, dass Mike eben ihr Freund ist. In Wirklichkeit ist das halt ihr Stalker. Aber es wurde zurückgebracht in unser Apartment. Ist in unserem Apartment etwas? Ey, es ist doch zum Kotzen. Ich komme ja hier auch nicht raus. Warte mal. Nabelschnur noch mal.
Ja, ist klar. Du Arsch. Der macht mich voll fertig hier. Wenn ich nicht aufpasse. Und er kommt mir hinterher. Darf ich durch? Mein Freund? Ja, der ist voll hart. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich hier... dass ich hier irgendwie noch fündig werde. Oh, was kann ich denn bloß noch tun? Aber er hat es zurückgebracht in 302. Ist hier vielleicht noch was? Ein Plattenspieler. Ey, der ist echt hartnäckig, der Typ. So ein Arschgeist. Echt, der kommt mir die ganze Zeit hinterher. Oh, leck mich. Ja, komm. So, ich bin gleich tot, wenn ich nicht aufpasse. Ich gehe mal raus hier. Und der kommt mir eh hinterher, ne? Boah, das ist doch zum Kotzen nicht. So scheiße. 107. 106. Geh rein. Das gibt's doch nicht. Wie hartnäckig ist der denn? Hier ist das Telefon. Hier war das Bett. Rachel nämlich. Genau, das ist in Schwesternuniform. Der Name lautet... Ja, das war Rachels Zimmer. Darf ich bitte... Ich muss durch. Ich muss durch. Ich bin gleich tot. Scheiße. Ich bin aber richtig hier. Lauf mal weg an ihn vorbei. Schnell, schnell, schnell. Boah. Was für eine miese Scheiße. Wo ist der andere wo ist das, da, rotes Fetzen, wo ist der andere rote Fetzenpapier? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe das nicht. Ich war doch überall. Ich gehe jetzt aber mal zurück, um mich zu erholen. Was hab ich übersehen? Ist hier irgendwas zurückgebracht worden? Aber... Selbst wenn, also das hätte doch eigentlich auf dem roten Fetzen stehen müssen, oder? Ich weiß nicht. Ist hier beim Schreibtisch irgendwas? Haben wir was übersehen? Zeitschriftenartikel, ich weiß nicht mehr, aus welchen Zeitschriften sie stammen. Okay. Ich will halt einfach auch nicht so meine Zeit hier verplempern. Von daher, ja, weiß ich auch nicht. Gut, dann... Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Check ich nicht. Und ich habe schon nachgeguckt gehabt, Leute. Ich habe schon versucht herauszufinden, was habe ich übersehen. Aber ich werde jetzt trotzdem nochmal einen Cut machen und überlegen, wo der rote Fetzen ist. Ich habe halt das Gefühl, dass es irgendein Zimmer gab, wo ganz viele dieser roten Fetzen waren. Und das war doch beim Hausmeister. Waren wir aber gerade drin. Das heißt, da hatten wir alles schon mitgenommen. Wo ist die andere Hälfte? Wir sehen es vielleicht gleich. Bis gleich. Oh mein Gott, endlich weiß ich, was ich zu tun habe. Ich gehe jetzt wieder zurück. Unsere Energie ist ja aufgeladen. Es ist zwar nervig, immer wieder hier zurückzusteigen, aber wir sollen in 102, glaube ich, oder 101, 101 oder 102. Und da soll bei irgendeinem Kühlschrank noch ein roter Zettel sein. Von daher werde ich jetzt mal schauen, ob wir das hinkriegen, dass wir nochmal hier auf die rechte Seite gehen. Und das wird mich nicht wundern, denn wir hatten hier auch irgendwie gar nichts gefunden. So, bin ich jetzt auf der richtigen Seite? Ja, und jetzt gehe ich mal hier entlang. Hier war nämlich auch nichts und dann erklärt sich, warum wir hier nichts gefunden haben. War das jetzt 102 oder 101? Ich muss jetzt mal schauen. Aha, aha. So, ist jetzt hier Kühlschrank. Ach, hier kann man den Kühlschrank... Oh, das ist aber fies gemacht. Also das ist doch wirklich kein Wunder, dass ich hier...
Komm, mach sie alle fertig, die ekligen Würmer. Alle weg. Ich habe sie alle zermatscht. Wie kommt man darauf, dass man hier in den Kühlschrank ran kann? Okay, hier geht zwar so die blutige Farbe entlang, aber bei den anderen kann man es ja auch nicht. Das stinkt furchtbar. Wir öffnen das. Schön. Es ist in diese zerrissenen, blutigen Jeans eingewickelt. Es ist eine tote Katze. In einer der Taschen ist ein Fetzen rotes Papier. Ich glaub's nicht. Ja, wir nehmen das natürlich. Oh mein Gott, das ist bestimmt die andere Seite. Und das ist die arme tote Katze, die der Asch der Waffenmann umgebracht hat. Ey, wenn er nicht ein Geist wäre, ich würde ihn dazu machen. Geht gar nicht, eine arme Katze einfach zu töten. Sowas. Solche Menschen hasse ich, ganz ehrlich. Also da könnte ich ausflippen. So, wir haben, was wir wollten. Steht hier eigentlich noch was so? Wir müssen jetzt aber nochmal nach oben und den Zettel jetzt natürlich durchstecken. Das machen wir mal, das ist ja kein Problem. Sind wir jetzt in 100 oder 200? Wir sind in 200. Dann müssen wir noch eigentlich nach oben. Zu 302. Zu unserem Apartment. So langsam merke ich es mir, wo wir wohnen. Doch, das ist richtig, genau. Und dann auf ein fröhliches nochmal lesen. Was? Was ist denn jetzt los? Oh nein! Oh nein, irgendwas ist mit Eileen. Irgendwas ist mit Eileen. Scheiße, okay. Ich glaube, wir sollten uns echt beeilen jetzt. Wir stecken schnell die andere Seite durch und gehen zurück. Oh, Eileen, es tut mir so leid. Oh, Kacke. Eileen ist in Gefahr, glaube ich. Ich werde mich jetzt beeilen. Wieder zurück ins Apartment, um dann endlich rauszukriegen, wo ist ihr verfluchter Schlüssel? Oh Gott, arme Eileen. Man hätte jetzt natürlich auch nochmal durch das Fenster gucken können, aber vielleicht machen wir es das nächste Mal. So, jetzt bin ich ja echt mal gespannt, was wir finden werden. Endlich haben wir den Fetzen gefunden. Und ich war ja da, aber woher soll man das wissen, ne? So, Fetzen. Sieht nach der Ah. Ich hatte schlimme Kopfschmerzen. An dem Tag lag nur im Bett. Vielleicht finde ich ihn, wenn ich beim Bett in meinem Zimmer, Schlafzimmer von 302 suche. Ich habe jetzt jeden Tag Kopfschmerzen. Es ist furchtbar. Was soll ich nur tun? Warum ist das jetzt bei uns, 22. Mai? Das gibt's ja gar nicht. Der ist jetzt hier beim Bett, oder was? Aber ich muss jetzt echt mal nach Eileen gucken. Ich mache mir ein bisschen Sorgen. Was ist denn los? Scheiße, Eileen. Und er sagt auch nicht jetzt, ja, sie ist okay und so. Wir hören gerade gar nichts von ihr. Nicht, dass sie jetzt auch gefangen ist. Das wäre ja komisch. So, und jetzt bin ich ja mal gespannt. Gehen wir mal rein hier ins Schlafzimmer. Bett? 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 Ach, daneben jetzt. Da liegt was auf dem Boden. Ja, ich nehme es. Puppenschlüssel. Schlüssel in der Puppenschlüsselkette drauf eingraviert ist 303. Das ist Eileens Schlüssel. Der Hammer. Ist hier jetzt noch irgendein... Nee, ich bestimmt nicht. Im roten Tagebuch stand unter meinem Bett. Das ist mein Bett. Ja. Habe ihn auch gefunden. Irgendwie ist der Reporter auch so ein bisschen ein vertrauter Freund geworden. Was finden wir jetzt, wenn wir hier durch die Tür gucken? Oh, ganz still. Diesmal ist gar nichts hier im Flur. Auch unheimlich. Dann würde ich sagen, machen wir uns sofort auf die Sorgen. Wir haben lang genug gebraucht, um das Apartment, das alles hier zu schaffen. Und wie gesagt, Entschuldigung nochmal, dass es jetzt sich so hingezogen hat. Aber das mit dem Kühlschrank, das habe ich jetzt nicht ohne Lösung da. Ich hätte jetzt hier mich tot gesucht und gedacht, ich habe irgendwo einen roten Zettel übersehen. Habe ich auch. Aber dass da im Kühlschrank was ist, naja. Ich habe vielleicht wahrscheinlich die Verbindungen von den Zetteln überlesen. Ich habe es wahrscheinlich einfach nicht zusammenhängend verstanden, dass man jetzt vielleicht nochmal nach der toten Katze suchen sollte. Aber naja.
Oh mein Gott, Eileen, bitte. Bitte sei in Ordnung. Oh, oh mein Gott. Scheiße, scheiße, Eileen ist, verletzt worden. Ist sie jetzt auch tot? Ich weiß es nicht, aber sie ist die Nummer 20121, habe ich mir schnell aufgeschrieben. Die 20. Person, oh oh, Eileen. Oh nein, und jetzt kommt der Krankenwagen. Das heißt aber, dass sie ja noch in der realen Welt ist, oder was? Weil sie gefunden wurde, weil irgendjemand, oder wir den Krankenwagen geholt haben? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist Henry jetzt in seinem Apartment wieder aufgewacht und fragt sich wahrscheinlich auch, ist mit Eileen alles in Ordnung? Sie hat gesagt zu ihm, hast du deine Mama schon gefunden? Also als hätte sie mit ihm schon mal geredet oder so, ich weiß es nicht. Aber sie hat anscheinend den Jungen nicht als Gefahr wahrgenommen, obwohl der Junge es ja hätte gewesen sein können als Klein Walter, der dann sie verletzt hat. Der Krankenwagen ist weg. Wir haben Pech. Da hinten rennt jemand lang. Ich habe immer so ein bisschen... Ich frage mich immer, ob man hier halt noch was sieht irgendwie. So als Silent Hill kleine Geheimnisse oder Infos oder so, die man schnell übersieht. Aber ich gehe dann mal raus. Es bringt jetzt hier auch nichts mehr zu verweilen. Was jetzt? Können wir zu Eileen gucken? Ist hier irgendwas? Ja, hier ist irgendwas. Okay, wir finden wieder Notizen. Hier steckt ein seltsames Stück Papier. Ja, ich nehme das. Succubus-Talisman, eine Karte mit der Abbildung eines furchtbaren Dämons. Kann man das sich angucken? Erstmal das rote, der rote Fetzen Papier. Ich glaube, das Papier. Ich glaube, ich kann mich nicht schützen. Er ist wirklich verrückt. Ich kann nicht mehr. Seine Kraft ist unermesslich. Ich hatte heute solche Angst, dass ich die Rückwand der Abstellkammer versiegelt habe. Ich frage mich, wie es Eileen Kelvin geht. Sie hat... Kelvin, sag ich immer. Das heißt Kelvin, ne? Oder ist das ein G? Ich sag mal Kelvin. Ich dachte, sie heißt immer so. Oder Kelvin? Kelvin. Sie hat keine Ahnung, was passiert. Aber trotzdem ist sie in Gefahr. Nee, es war ein G. Also Kelvin heißt sie? Ich sag mal Kelvin. 13. Juli. Scheiße. Okay. Und was ist jetzt hier draußen? Nichts. Ist das noch eine blutige Hand mehr oder so eine schwache Andeutung wahrscheinlich? Vielleicht, weil sie noch lebt? Oh Mann, ey. Es war klar, dass irgendwas mit ihr passiert, war ja klar. Was ist, wenn wir jetzt hier rüber gucken?
So they took the victim to St. Jerome's, huh? Yeah, she's not gonna make it. She had numbers in her back, too. Walter Sullivan copycat. Round three, huh? Well, they never got the scumbag behind round two a few years back. Maybe it's the same guy. What if one, two, and three? What if they're all the same guy? What the hell are you talking about? You know Sullivan killed himself. The weird thing is, there were no clues. Crime scenes were always spotless. No fingerprints, no fibers, nothing. Just the numbers, 20121. I've been a cop for a long time, but I never seen a case like this one. It's almost like they were killed by a ghost or something. Und Robbie, der Hase, er guckt uns tatsächlich jetzt an. Scheiße. Hey, Häschen. Hast du uns entdeckt, du blutiges Kackvieh? War der vorher auch blutig? Der war doch vorher ganz süß. Warum ist der jetzt so gruselig? Ich habe Angst vor dem Hasen. Es war klar, dass das irgendwann passiert. Und wir haben die Polizisten gehört. Jetzt geht das aber los hier. Ich werde mal speichern eine Runde und vielleicht gucke ich auch nochmal, warte mal, machen wir nochmal das hier an. And now the news. In Washington, a gathering of 200,000 people appealing for stricter gun control laws in the wake of a spate of violent shootings throughout the country turned tragic when shots were fired into the crowd. Two people were killed and several wounded, including a 3-year-old child. At this moment, no suspects have been found. Police are investigating the source of the shots. Fenster gucken. Natürlich könnte man jetzt auch nochmal wieder auf die andere Seite gehen und gucken, aber ich glaube, wir sind doch bestimmt eigentlich durch. Und es sieht jetzt auch so nach Abend irgendwie aus, als wäre es jetzt viel dunkler hier. Ich werde jetzt mal speichern und frage mich, was als nächstes passiert, wenn wir durch das Loch gehen oder wo es hingeht. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um Aileen. Und wir konnten ihr irgendwie nicht helfen. Wir waren nicht schnell genug, aber das gehört zum Spiel. Man kann nicht schnell genug sein. Man, ja, kann nur alle Apartmentzimmer durchgehen. Und ich bin aber trotzdem froh, dass wir das geschafft haben. Hoffentlich wird Aileen es überstehen. Wir sehen uns. Bis dann.